Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute machen wir was ganz Besonderes. Heute möchte ich ein Gemälde für meinen lieben Bruder schaffen. Und zwar werden wir heute nur mit metallischen Farben arbeiten. Ich habe uns vorbereitet ein Gold, ein Kupferbronze und Schwarz. Ja, ich habe ganz richtig gesehen, wir werden heute tatsächlich nur mit zwei Farben arbeiten. Wir arbeiten auf einer 50x50 runden Leinwand und jetzt legen wir direkt los. Bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz was zum Mischverhältnis meiner Farben sagen. Meine Farben sind heute im Verhältnis 1:2:1 gemischt. Das bedeutet ein Teil Acrylfarbe, zwei Teile Medium und ein Teil Wasser. Bei metallischen Farben ist es oft so, dass sie etwas schwerer sind als gängige Farben. Ich mache es immer so, dass ich mit meinem Wasser ein bisschen nachjustiere, bis ich die gewünschte Fließfähigkeit habe. Aber das ist so ein guter Richtwert, an den ihr euch halten könnt, wenn ihr es gerne nachmachen möchtet. Wir werden heute die Flip-Cup-Technik machen mit unseren zwei bzw. drei Farben. Wie ihr gut sehen könnt, wird heute mal wieder der Shaker meines Mannes zweckentfremdet. Ich habe immer noch kein Gefäß, was so ein großes Fassungsvermögen hat. Also muss der mal wieder dran glauben. Okay, ich beginne unsere Farben zu schichten und beginne mit der goldenen Farbe. Heute möchte ich beim Layern der Farben kleinere Schichten machen. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist Oxidschwarz. Und ihr könnt gut sehen, ich nehme wirklich nicht viel Farbe pro Schicht. Ich möchte einfach, dass sich die Farben so oft wie möglich wiederholen. Und ihr könnt gut erkennen, ich nehme eine Schicht Gold. Hoppala. Eine Schicht Schwarz. Eine Schicht Kupfer. Und wieder eine Schicht Schwarz. Wenn wir unsere Farben in unserem Becher öfter übereinander schichten, werden wir später schönere Schatten kreieren. Allerdings ist das Ganze ein bisschen Geschmackssache. Also ihr könnt zum Beispiel auch nur dreimal die Farben wiederholen. Das sieht auch ganz toll aus. Habe ich auch schon ganz oft gemacht. Aber heute möchte ich es ein bisschen aufregender halten. Und deswegen machen wir ganz kleine Schichten. Guck mal, hier könnt ihr schon gut erkennen, im Becher, hier legen sich schon schön die Farben übereinander. Sie vermischen nicht. Das kommt auch daher, dass ich eben zwischen Gold und zwischen Kupfer immer wieder eine kleine Schicht Schwarz gebe. Selbstverständlich werden sich beim Flip Cup die Farben ein bisschen vermischen. Das ist überhaupt kein Problem, das bringt auch einfach die Technik mit sich. Also da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Allerdings ist es halt einfach so, wenn ich die Farben ein bisschen separiere mit ein bisschen Schwarz, werden wir einfach schöne Schatten kreieren. Okay. Ich weiß, mein Becher ist heute sehr dunkel, allerdings hoffe ich, dass ihr es trotzdem gut erkennen könnt. Ich hoffe, ihr seht in der Kamera, was ich sehe, weil dieses Gold und das Bronze so schön schimmert. Okay, Flip Cup ist euch bekannt. Wir werden nun einzählen 3, 2, 1 und dann einfach unseren Becher auf die Leinwand kippen. Ich bin bereit, wenn ihr seid. 3, 2, 1, flip! Wichtig ist hierbei zu sagen, gebt eurer Farbe ein bisschen Zeit zum Sinken. Wir haben hier gut 600, 650 Milliliter Farbe in unserem Becher. Wie vorhin gesagt, möchte ich nicht, dass sie sich zu sehr vermischen. Also lassen wir ihr den Freiraum, den sie braucht. Ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, was genau ich vorhabe mit euch. Zur Vorgeschichte, ihr müsst wissen, mein Bruder betreibt ein Tattoo-Studio im schönen Oberösterreich. Also an alle Tattoo-Fans da draußen, wenn ihr eine Adresse braucht für ein gutes Tattoo-Studio, dann schreibt mir gerne, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Mein Bruder ist gerade dabei, sein Tattoo-Studio ein bisschen umzugestalten.
Und deswegen möchte ich eben dieses Geschenk heute machen. Und natürlich passend zum Thema möchte ich auf unseren schönen Hintergrund einen Totenkopf malen. Und das machen wir später noch gemeinsam. Unsere Farbe hatte nun genug Zeit zum Sinken. Ich werde sie jetzt in einer Halbkreisbewegung abziehen. Sehr gut. Den Rest der Farbe lasse ich noch rauslaufen. Wunderbar, ihr könnt sehen, unser Becher ist leer. Ziel ist es heute schon, einen dunklen Hintergrund zu schaffen. Ich möchte später den Totenkopf in einer hellen Farbe malen, dass man ihn richtig gut erkennt und dass er sich richtig gut vom Hintergrund abhebt. So, nun gut, das bleibt natürlich nicht so. Wir schnappen uns Handschuhe und nun werden wir die ganze Farbe hier noch ein bisschen ausdehnen. Ich möchte schon versuchen, mir viel von der golden und kupfernen Farbe zu erhalten. Das ist echt schön. Okay, meine Lieben, ich möchte es nun nicht mehr weiter ausdehnen. Guckt mal, hier könnt ihr ganz gut erkennen, was für schöne Linien wir haben. Die Farben haben sich überhaupt nicht vermischt. Das war es, was ich mir wirklich gewünscht habe. Und diese separaten Parts, die ihr hier an dieser Stelle oder auch an dieser Stelle gut erkennen könnt, kommt einfach daher, dass wir mehrschichtig gelayert haben. Okay, meine Lieben, jetzt geht es natürlich ins Eingemachte. Ich muss jetzt dieses Baby gut austrocknen lassen. Für euch geht es natürlich viel schneller. Wir sehen uns in wenigen Augenblicken zurück. Und dann werden wir hier einen Totenkopf zaubern. Und da bin ich schon wieder, meine Lieben, in neuer Frische. Vor mir liegt unser vorgebürter Hintergrund. Ich habe den jetzt ungefähr 10 Tage austrocknen lassen. Also ihr könnt sehen, hier tut sich überhaupt nichts mehr. Und jetzt gilt es noch, diese coole Schablone hier anzubringen. Ich habe mir überlegt, ich möchte unseren Totenkopf in den Farben Gold und Silber. Ich stehe momentan total auf die Amsterdam Metallics. So. Ich glaube, das kann ganz cool aussehen. Ich dachte mir, ich werde den Kopf per se silber machen und die Strahlen außen möchte ich Gold halten. Gut. Legen wir los, meine Lieben. Ich beginne in der Mitte, dunkel dazu in die silberne Farbe. Ihr könnt sehen, ich habe die Schablone gut befestigt, habe mir vorher auch die Mitte ausgemessen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass das Ganze dann wirklich ein symmetrisches, schönes Ergebnis gibt. Und jetzt beginne ich einfach mit der ersten Schicht Silber über meine Schablone drüber zu pinseln. Währenddessen haben wir ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Meine Lieben, ich möchte euch eine wärmste Empfehlung aussprechen. Wenn ihr aus Oberösterreich oder Umgebung stammt und ein gutes Tattoo-Studio sucht, kann ich es euch wirklich ans Herz legen, mal vorbeizuschauen. Ich verlinke euch seine Page in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr euch für Tattoo-Art interessiert, dann lohnt es sich definitiv mal dort vorbeizugucken. Hier habt ihr dann auch einen Kontakt oder wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch einfach mich anschreiben und ich stelle den Kontakt für euch her. Bei Tattoos ist es ja immer so ein bisschen umstritten. Die einen lieben es, die anderen finden es ganz schrecklich. Ich glaube, wie bei allem im Leben ist das so. Ich selbst bin auch nicht wenig tätowiert. Ich habe alle meine Tattoos natürlich in dem Studio meines Bruders stechen lassen. Es ist einfach das Studio meines Vertrauens und ich kann es wirklich empfehlen. Also meine Lieben, wenn ihr auch Lust auf Veränderung habt und ihr vielleicht gar nicht so weit von uns weg seid, dann lohnt es sich absolut mal vorbeizuschauen, euch ein eigenes Bild zu machen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich auch wohlfühlt an dem Ort, wo einem das Tattoo verpasst wird. Man sollte sich gut mit den Artisten austauschen können. Das halte ich persönlich immer für ganz, ganz wichtig. So. Okay, meine Lieben, also ich werde jetzt meinen Totenkopf ausmalen, noch eine zweite Schicht Silber darüber geben. Ich mache es für euch ein bisschen schneller. Ich möchte nicht, dass euch langweilig wird. Wir sehen uns dann gleich zu den goldenen Strahlen wieder.
So weit, so gut. Also meine Lieben, ihr habt schon gesehen, dass ich mit meiner silbernen Farbe nicht gespart habe. Das liegt einfach daran, dass unser Hintergrund, auf dem wir malen, sehr dunkel gehalten ist. Und ich für mich selber würde mir einfach wünschen, dass das Silber später, wenn wir die Schablone abziehen, richtig schön leuchtet. Also generell, wenn ihr mit Schablonen arbeitet, ist es alles machbar. Im schlimmsten Fall nehmt ihr einfach eine zweite Schicht Farbe. Okay, nun kommen wir zu unseren Strahlen hier außen. Die möchte ich strahlengold machen. Ich benutze dafür das 24K Gold von Amsterdam. Ja, ihr könnt sehen, das Gold deckt sofort viel besser als das Silber. Das ist aber, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Das Coole ist ja, das wird ein Geschenk für meinen Bruder, er weiß noch nichts davon. Er ist gerade dabei, sein Tattoo-Studio so ein bisschen umzugestalten, also so neuer Anstrich und vielleicht ein paar neue Möbel. Ich habe ihn übrigens immer noch nicht zu Sofakissen überredet, vielleicht könnt ihr das ja machen. Allerdings solltet ihr meiner Empfehlung nachkommen, könnt ihr dann garantiert unser schön gepürtes Bild bei ihm im Studio betrachten. Hier wieder gleiches Prinzip, ich spare nicht an meiner goldenen Farbe und überpinsel tatsächlich auch die komplette Schablone. Ich habe sie, wie ihr hier gut erkennen könnt, mit Klebeband gut festgemacht, dass sie mir nicht verrutschen kann und somit lauft ihr auch nicht in Gefahr, dass sich eure Farbe unter der Schablone zu sehr verschmiert. Das wollen wir natürlich nicht. Ich finde das 24K Gold von Amsterdam ist so eine schöne Farbe. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera nur ansatzweise so erkennen, wie es hier aussieht. Das ist wirklich so glänzend. Natürlich werde ich auch dieses Werk im Anschluss, wenn es ausgetrocknet ist, noch mit einer Schicht Epoxidharz überziehen, um es für die Ewigkeit zu versiegeln. Ich finde, das macht auch immer ganz, ganz viel her. Es kommt immer ein bisschen darauf an, mit welchen Farben ihr arbeitet. Es gibt Acrylfarben, die trocknen wirklich sehr matt auf und dann gibt es Acrylfarben, bei denen passiert das weniger. Ich finde es immer super schön, wenn wir uns diesen Glanz, den auch feuchte Acrylfarbe noch hat, erhalten können. Mit Epoxidharz gelingt mir das sehr gut. Also es ist tatsächlich dann versiegelt für die Ewigkeit und es sieht immer so ein bisschen aus, als wäre das Werk hinter Glas. Ah, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das macht immer echt was her. Ja. Habt ihr schon mal mit Epoxidharz gearbeitet oder interessiert ihr euch überhaupt dafür? Möchtet ihr sowas mal hier auf meinem Channel sehen, wie ich eins meiner fertigen Bilder damit versiegel? Wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne mal unten rein, dann kann ich das natürlich für euch machen. So, meine Lieben, ich mache noch ganz schnell die Strahlen fertig und dann wird's ernst. Wir sehen uns gleich, wenn wir die Schablone abziehen. Alles klar, ich bin jetzt fertig mit dem Auspindeln. Jetzt geht's an die Stunde der Wahrheit.
ich habe das schon so oft gemacht und trotzdem schlägt mir immer das Herz bis hier oben, wenn es heißt, die Schablone abzuziehen. Aber da müssen wir durch, wir machen das gemeinsam. Ich beginne erst einmal, mein Klebeband zu lösen. Okay, und nun vorsichtig von oben nach unten. Wünscht mir Glück, meine Lieben. Ja. Meine Lieben, also das Abziehen der Schablone hat wirklich gut funktioniert. Ihr könnt sehen, wir haben hier die ein oder andere unsaubere Stelle. Die werde ich jetzt noch ein bisschen nachmalen. An und für sich finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn die Farbe darunter ein ganz kleines bisschen verwischt. Das gibt dem Ganzen halt einfach den Touch von handgemalt und es ist ja auch handgemalt. In dieser Ecke werde ich noch mit ein bisschen Silber nachhelfen. Hier müsst ihr vorsichtig sein beim Nacharbeiten. Hier beim Nacharbeiten müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, nicht dass ihr euch versehentlich mit eurer Hand in die Farbe stützt. Ist mir auch schon passiert, aber es wäre natürlich sehr ärgerlich. So. Okay, soweit, so gut. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht noch die Linien mit schwarzer Farbe nachziehe, aber erst einmal lasse ich das trocknen. Jetzt würde ich euch bitten, meine Lieben, kommt ein bisschen näher ran und seht euch die Details an. Ich finde, das ist schon richtig cool geworden. Wir können in der Mitte hier unseren Totenkopf wirklich gut erkennen. Also es ist echt eine coole Schablone gewesen. Und auch die goldenen Strahlen strahlen uns wirklich ins Gesicht. Auch unser Hintergrund, den wir vor einer Woche gepürt haben, ist wunderschön aufgetrocknet. Man kann immer noch die einzelnen Layer erkennen. Und rundum würde ich sagen, ich bin echt zufrieden. Vielleicht werde ich ihm im Nachgang hier unten noch das Firmenlogo draufmalen, das überlege ich mir aber noch. Aber für heute ist es wirklich gut gelungen. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und solltet ihr meinem großen Bruder auf Facebook einen Besuch abstatten, lasst gerne liebe Grüße und ein bisschen Liebe da. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben!